Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim. Und zwar wieder für die Switch. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich noch in Riften. Und wir haben uns ja entschlossen, die Diebesgilde-Quest zu machen. Die werden wir jetzt auch machen. Und haben ja schon sozusagen die ersten Aufträge erfüllt. Und die zweiten liegen schon an. Schauen wir mal nach. Die Bilanzfälschung, das können wir als erstes mal machen. Oh. Dann gehen wir das Ganze mal an. Laut und deutlich. Optional betritt Goldenland durch die Kanalisation. Wir machen erstmal einmal die Bilanzfälschung für als erstes. Danach laut und deutlich. Los geht's. Was? Wo geht's hin? Man weiß es nicht. Alchemielaboren können Zutaten zu verarbeitet werden. Oh. Ja, gucken, wo wir hin sollen. So. Stückchen. Da müssen wir hin. Welche? Okay, dann reisen wir mit einer Schnellreise dahin. Ich habe den Art noch nicht entdeckt. Oh, das ist schlecht. Dann machen wir anders. Dann hier hin. Reisen dorthin. Kann ich auch hinreiten? Was? Markart. Kann man vielleicht mit dem Pferd dahin galoppieren? Fragen wir nach. Guter Mann. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Markart, perfekt. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ich mach mich aus dem Staub. Ein Kampf. Ach, warum greift er mich an? Geht auf, solange ihr noch könnt. Ist das schon alles? Ja. Und? Was? Greift er mich an? Greifen die mich alle an? Sind die blöd? Das hier ist wunderbar. Komm, wir reiten einfach los hier. Ende des Kampfes geht's natürlich nicht. Kommt denn die Blöden? Hackt! Könnt ihr nicht gewinnen. Alter. Okay. Aber noch für schöne Sachen hier, die wir benutzen können. Wollte ich eigentlich auch. Leute, die mich hier genervt haben, musste ich erstmal Disziplin lehren. Ich kann hier nicht ewig warten. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Was ist passiert? Oh. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Hä? Ja, ich bin bereit, aber wieso kann ich da nicht? Steckt mal wieder aus. Drückt gar nichts. Okay, probieren wir es mal. So, reingehen. Das Joypad nicht mal mehr berühren. Ich habe denen auch schon gesagt, wo ich hin will. Dann muss ich jetzt nochmal mit ihm sprechen, weil er... Ja, vielleicht sprechen wir nochmal mit ihm. Vielleicht hat er das wegen dem Kampf vergessen.
Meine Kutsche ist dies. Wohin soll's gehen? Ja, da wollte ich ja hin. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Okay. Wart ihr schon mal? Ah, okay, jetzt geht's los. Manche sagen, die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ich glaube davon aber kein Wort. Dunkle Bruderschaft, na. Denen werden wir auch nochmal einen Besuch abstatten. Ich glaube, habe ich die Dunkle. Dazu geben, ich weiß es nicht. Na gut, machen wir erstmal die Diebesgilde fertig. So, Markart, okay. Mal die Sachen fälschen, oder? Was haltet ihr davon? Hier in Markart befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Okay. Das ist doch gut. Meißenleben? Aber nächstes Mal wieder. Aufpassen, wenn hier bestimmt. Okay. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Händler. Oh, dieser Anhänger würde meiner Schwester sicher nicht mehr werden. Den gerade umgebracht? Ich mache mich aus dem Boden. Sollen wir uns da einmischen? Ich glaube nicht. Für mein Volk. Was passiert? Gibt's doch nicht. Ich durchsuche sie mal und gucke, ob sie noch lebt. Nein, sie lebt leider nicht mehr. Sie hatte nur einen Schlüssel für mich. Wir sind keine Abgeschworenen. Kann ihnen Dietrich noch das Geld? Doch gar nicht. Verrückt. Ihr Götter. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ja. Ich war dort. Er hat mich fast umgebracht. Na okay, das ist ein Blödsinn. Ich habe Geschrei über die Abgeschworenen gehört. Das war alles. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Wird dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Du lügst! Was wisst ihr über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Met zu viel im Gasthaus Silberblut. Ich gehe dann mal wieder. Was haben wir denn dafür einen Zettel bekommen? Mal angucken. Treffe mich beim Schrein von Talos. Oh, was ist das denn für eine Quest? Na gut. Können wir ja mitmachen. Aber vielleicht gehen wir trotzdem. Ah, ist jetzt ärgerlich, oder? Also wir machen erstmal die Bilanzfälschung hier. Und dann treffen wir ihn gleich draußen nochmal. Wie cool. Eine coole Storyline da. Folge eines Mordes und dann werde ich auch noch ein. Wahrscheinlich bei einer geheimen Bruderschaft. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ah, was hast du für Getränke Wenn da? Ich euch nicht helfen kann, schreit meine Frau mich bestimmt so lange an, bis ich es doch kann. Biet uns mein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja. Tanzen. So, haben wir gefälscht? Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir direkt zurück zu Devin oder treffen wir den Mann hier? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, treffen wir ihn vielleicht nochmal. Die Bilanzfälschung auf. Ich treffe mich beim Schrein von Talos. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Hier hoch. Geht weiter.
Ihr wisst also nichts über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Wir haben ja den Schlüssel von Margaret noch. Können wir auch noch mal gucken. Die Gegend hier. Eine dicke Verschwörung dahinter. Geht ja schon. Es tut mir leid, wenn ich euch in Markards Probleme hineinziehe, aber nach diesem Angriff auf den Markt wird mir die Zeit knapp. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus, das wird genügen. Genügen? Wovon redet ihr da? Im Moment mache ich noch. Ihr wollt Antworten? Die will ich auch. Die will jeder hier in der Stadt. Ein Mann läuft auf dem Markt Amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Die Wachen tun nichts. Nichts, außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Ihr wollt es nicht herausfinden, warum? Das geht schon seit Jahren so. Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde, wer hinter Weilen und den Abgeschworenen steckt. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Was wisst ihr über Margaret? Sie kommt nicht aus Markart. Alles an ihr schrie förmlich Fremde. Besucher der Stadt übernachten für gewöhnlich im Gasthaus Silberblut. Okay, gehen wir da nochmal rein. Wer war Weilin und wo hat er gelebt? Er gehörte zu den Hüttenarbeitern. Ich habe auch einmal dort gearbeitet und Silberbarren gegossen. Ich habe nie viel über Weilin gewusst, nur dass er wie alle anderen Arbeiter in der Wohnkaserne lebt. Wer sind die? Sie sind das, was von den alten Herrschern von Markart noch übrig geblieben ist. Einwohner von Reach, Anhänger der alten Tradition. Die Nord haben sie aus der Stadt vertrieben. Ulfric Sturmmantel und seine Leute. Das war vor etwa 20 Jahren. Aber sie sind immer noch da. Und sie töten Leute. Habt ihr mal die Mordfälle untersucht? Ja. Es begann, als ich noch ein Junge war. Meinem Vater gehörte eine der Minen. Das ist selten für einen Nicht-Nord. Er wurde getötet. Die Wächter sagten, es sei ein Verrückter gewesen, aber alle wussten, dass der Mörder einer der Abgeschworenen war. Seither versuche ich herauszufinden, warum. Bislang erfolglos. Und dann habe ich geheiratet. Jetzt ist unser erstes Kind unterwegs. Ich habe geschworen, dass ich um meines Kindes willen einfach aufgeben würde. Aber es ist, als würde mich der Geist meines Vaters heimsuchen. Als fragte er mich, warum. Okay. Sagt mir Bescheid, sobald ihr etwas gefunden habt. Mache ich. Vielleicht gehen wir nochmal ins Gasthaus und schauen nochmal, ob Margaret irgendwas mit ihren Sachen liegen hat. Finden Sie irgendwas? Würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der erste Anhaltspunkt, oder? Was sagt denn hier die Quest? Hinweis über Weilen, Hinweis über Margaret. Ich bin gerade eben gekommen. Hier noch ein, oder? An der Wohnkaserne nach. Gehen wir nochmal in die Schenke. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Kabel? Die Wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Kanntet ihr Weilen? Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ich schätze, jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen. Brauche den Schlüssel zu Weilens Zimmer. Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Wollen wir ihn einschüchtern?
oder wegen? Jetzt regt euch doch nicht gleich auf. Hier, nehmt ihn. Ah, Einschüchtern funktioniert auch. Ich kann euch das ein oder andere zeigen, aber wenn jemand fragt, habt ihr das nicht von mir, verstanden? Wir wohnen also nur die Armen und Kranken. Kann man wohl sagen. Willkommen in Markart. Den Göttern sei Dank, dass ihr nicht hier leben müsst. Suchen wir mal die Wohnkaserne. Okay. Zimmer. Hab ich's. Was noch? Zimmer? Zimmer oder noch? Das Zimmer so aussehen. Veganias Zimmer. Eltris. Der Typ, der gegenüber von ihm wohnt, gehen wir gerade eben. Wer mal, ob der was zu verbergen hat. Rot. Wollen wir auch. Okay, was hat er denn? Ihr seid auserkoren worden, die Herzen der Nord mit Furcht zu erfüllen. Geht morgen auf den Markt. Ihr werdet schon wissen, was. Wer kann N sein? Mal ein älteres Zimmer gehen? Man weiß ja nicht, man kann ja nicht allen trauen hier in dieser Welt. Vielleicht ist der Ältere ja auch irgendwie komisches. War nicht so. Gut, wollt ihr nochmal nachsehen? Hast du mit Ben hier? Okay. Okay. Mehrere, die zurücksagen. Im Namen des Jahres. Keine Bewegung. Nein, er hat mich gefangen genommen. Ich höre zur Gilde. Wie wär's, wenn ihr ein Auge zudrückt? Ja, ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. 5 Goldstücke. Ihr gebt mich, bringt mich ins Gefängnis. Hier würde ich sterben. Also, was mache ich jetzt? Versuche ihm Gold zu geben? Nee, ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Scheiße. Naja, egal. Macht ja nichts. Wir haben die Strafe bezahlt jetzt. Wieder rausgehen. Da unten. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nichts angehen. Bitte? Es wird Zeit für eine Lektion. Wer ist euer Auftraggeber? Versuchen wir ein bisschen Smalltalk. Jemand, dem eure Fragen nicht gefallen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kann ich kein Schwert nehmen oder sowas? Nie herkommen sollen. Das war schon. Okay, es war vielleicht nicht so clever, aber
Okay. Wäre nicht so clever von mir. Aber was soll man machen? Ich weiß gar nicht, wird mein Kopfgeld wieder los? Keine Ahnung. Töten? Dann nicht. Na gut. Wir waren nicht ganz so clever von mir, das Ganze hier zu machen, aber... Okay, da falle ich nur runter, also da geht's nicht längs. Mist. Da hätte ich anders regeln müssen, aber na gut, zu spät. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ob wir alles irgendwie hinkriegen. Okay, okay, das war echt dumm. Ich gebe zu, das war echt dumm. Das war ja dann wirklich nicht so clever. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Okay, müssen wir hier nochmal alles durchforsten? Oder? Die Wohnkaserne ist nichts für... Die Wohnkaserne... Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ja, tut mir leid, aber ihr habt hier nichts. Los. Jetzt regt euch doch nicht gleich auf. Hier, nehmt ihn. Okay. So, holen wir uns schnell die Sachen nochmal. Gehen raus. Ich weiß, kommt der Typ wieder und will uns erstmal. Ihr wollt nicht hier sein. Aber diesmal lasse ich mich auch nicht gefangen nehmen. Nein. Weg. So, holen wir uns den Zettel nochmal schnell. So, mal. Ups. Lesen. Ihr werdet schon wissen, wer N ist. Raus, wenn wer N ist. Direkt ich raus kenne hier. Hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Oh, ich leide nicht an Ataxie. Okay. Wird uns keine Feinde hier drin machen, sonst kommen wir hier, werden wir hier einfach nur links und rechts totgeprügelt. Das. So. Oh. Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nichts angehen. Es wird Zeit für eine Lektion. Muss ich mit dem Prügeln jetzt? Los geht's. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja. Komm schon, du Spacken. Doch, er schaut nur zu. Okay. Prügeleien darf man wohl machen hier im Dorf, in der Stadt.
Wir werden wahrscheinlich jetzt Zuli machen, ne? Oh, du spast. Oh. Rede! Recht, oder ich schicke euch zu den Göttern. Nepos, die Nase hat mich geschickt. Der alte Mann gibt die Befehle. Nepos, die Nase. Nepos, die Nase hat mich geschickt. Der alte Mann gibt die Befehle. Nepos, die Nase. Na gut. Wie der ausschaut. So, wie geht man hier hoch? Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Sogar die Betten sind aus Stein. Hier irgendwo durch war das, glaube ich. Der Marktplatz, ne? Oder? Ohne die Leben zu verlieren? Wollt ihr das ändern? Ihr macht den Stall. So. Achso, wir müssen einmal gucken, was die Margret noch in ihrem Schlaf gemacht hat. Ist da ja auch noch was? Wäre ja nicht schlecht. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Klepper, ihr Dummkopf. Könnt ihr denn gar nichts richtig machen? Was? Was hab ich denn diesmal gemacht? Ich stehe doch nur hier. Ihr seid einfach nur herumgestanden, anstatt unseren Kunden ihre Getränke. Oh, nee, ich will sie jetzt nicht essen. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine Eltern zanken dauernd miteinander. Meine Probleme anhören, meine bessere Hälfte sein. Ich will hier nur sauber machen. Und eure bessere Hälfte sagt euch, dass ihr euch nicht wie ein Dummkopf... Mein Vater ist großzügiger als... Ihr solltet mit meinem Vater Klepper sprechen. Ich mache hier nur sauber. Wir fragen mal, ob er weiß, wie dieser Ritter ist. Das ist das Gasthaus. Ach ja, sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markart bringt es Pech, über die Toten zu reden. Denkt daran, in Markart ist Met billiger als Blut. Ihr hat. Weiß nicht, ich kann, glaube ich, jetzt. Das ist keiner, vielleicht. Tagebuch? In der Schatzkammer findet heute ein Treffen statt. Hat lange genug gedauert. Diese Leute führen sich auf, würde ihnen alles gehören. Tona Silberblut ist der jüngere Bruder, aber er ist offenbar derjenige, der das Sagen hat. Er macht die ganzen Geschäfte und schüchtert die örtlichen Landbesitzer ein, damit sie verkaufen. Er hat sogar dieses dünne Mädchen an der Tür angeheuert, um Störenfriede wie mich zu schrecken. General Julius, Entschuldigung, wird langsam ungeduldig. Aber ich habe die Besitzerkunde der Xigna-Mine zurückbringen. Weil mein Leben... Ich werde nicht zulassen, dass ein Haufen von Sturmmantel-Sympathisanten das Gefängnis gehört, das die berüchtigsten Verbrecher von Reach beherbergt. Das heißt, niemand entkäme daraus. Wieso? Ist es wirklich so sicher? Vielleicht war es etwas vorlieg von mir, die Konfrontation mit Tona zu suchen. Jeder Ecke dieser Stadt lauern Schatten und ich weiß, dass ich beobachtet werde.
Okay. Aber wir können jetzt mit dem Heini ja reden. Jetzt auf jeden Fall was sagen. Denke ich mal. Ihr, mein Gott. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet! Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. Ich möchte keine Schwierigkeiten machen. Aber ihr seid auf der Suche danach. Das ist fast genauso schlimm. Dies ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ist klar. So, wir müssen den Typen aufsuchen. Finde Hinweise über Tona. Richtung hier. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Warum fragt ihr? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Ach du Gottchen, du. Es ist auch langsam hier von Quest zu Quest, oder? Ah, gehen wir mal hinterher. Schauen wir mal nach. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Okay. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid! Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Stendars Gnade! Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Was? Nach euch. Los, gehen wir. Nein. Tötet ihn. Zermalmt seine Knochen. Was? Zerreißt sein Fleisch. Was soll ich tun? Raus aus meinem Kopf. Ihr werdet töten. Ihr werdet töten oder ihr werdet sterben. Oh, du hast ihn gehört, junger Mann. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste ihn töten. Sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben. So ist es. Kommt durch. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Was? Tür? Ein Schalter oder was? Ich. Gerd.
weiter runter, das ist immer klar. Komme ich denn da hin? Sehr dunkel hier unten, ne? Da geht's weiter. Ach, guck mal. Dumm ich bin. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Gott, vielleicht der Tod. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Oh. Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ah. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert. Und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Ja, Rache an Boetia nehmen? Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Hey. Nun gut. Den Priester, okay. Ja, den Priester werden wir suchen. Allerdings sehe ich, ich weiß auch nicht, irgendwie ist man total vertieft gewesen in dieses Spiel. Und plötzlich sind schon wieder fast 40 Minuten um. Ich hoffe, es war spannend für euch. Für mich war es auf jeden Fall spannend und überhaupt, was für Wendungen es hier gibt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.